Ja, da sind wir wieder und Wolfgang Petri hätte seinen Spaß gehabt. Der hat ja auch gesungen, ne? Warum schickst du mich in die Hölle? Und ja, das Höllenportal auf dem Mars ist wieder offen. Du bist in der Höllendimension verloren und kannst nichts dagegen tun, dass die Dämonen unsere Welt übernehmen. Töte alles, was du siehst, und finde einen Weg zurück auf den Mars. Simple Aufgabe. Einfach alles töten, mein Gott. Ist ja kein Problem. Wir sind ja der Doom Marine. Dafür sind wir ja da. Ne? Ab ins Feuer. Hallo? Das sieht doch sehr einladend aus, oder nicht? Hier scheinen schon ein paar Leute angekommen zu sein. Ein paar Doom-Spieler, würde ich sagen. Er ist hier. Hallo? Ich bin extra für euch hier und keiner empfängt mich. Mann, Mann, Mann. Das ist aber nicht sehr gastfreundschaftlich hier in der Hölle. Wir bauen das Portalgerät am Grab auf und markieren unseren Weg mit den Lichtstäben. Ist das Samuels? Das sind diese Lichtstäbe. Oder sind das die Lichtstäbe? Naja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich die Höllenenergie. Ah, hier geht die Party ab. Ich möchte jetzt, also ich spiele das Level jetzt direkt nach dem anderen Level. Ich möchte ungern. Was ist das? Gibt's hier wieder Teleporter? Es gibt wieder Teleporter. Ich möchte ungern. Hier groß was verpassen. Im anderen Level ist uns ja ein bisschen was durch die Lappen gegangen. Jetzt will ich mal gucken hier mit Zielfernrohr. Packt man das Zielfernrohr aus und dann. Warum wackelst du so? Der wackelt nicht. Aber du wackelst. Jetzt nicht mehr. So, da oben ist. Ach, jetzt haben wir wieder den anderen Mod drin. Ich will immer nachladen, das bei muss man das gar nicht. Das sieht aus wie Plasma-Munition. Hallo? Fuck ist das denn? Ein Gauss-Gewehr. Ach, das ist die Waffe, die ich. Oh, nett. Die Waffe, die ich verpasst habe im letzten Level. Die muss es auch noch irgendwo gegeben haben. Was ich wirklich, wirklich hoffe, ist, dass ich die BFG noch nicht verpasst habe, aber ich bezweifle es. Die gab es immer relativ spät. Ach ja, da kriegt man schon. Ich wollte eigentlich nur an der Seite gucken. Aber das ist ja ein witziges Gewehr. Aber völlig unnötig für die Jungs hier. Eine Sekunde bitte. Es tut mir leid. Wir sollen 4 Prätorenmarken sammeln. Wir sollen 10 Dämonen mit Hilfe von Verstärkern töten. Was sind Verstärker? Führe 4 Beinfeger Glory Kills bei Höllenschindern aus. Höllenschinder. Was sind Höllenschinder? Kann mir das einer so sagen? Monster. Nein, Monster. Höllenschinder. Beinfeger bei denen. Okay. Greife das rechte Bein an. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Ja, aber erstmal müssen wir hier. Nicht genug Treibstoff. Ich hasse das. Ach Mann, ey. Ich trete mal ganz kurz den taktischen Rückzug an. Hier kommt das Gauss-Gewehr. Das zwiebelt wenigstens. Ah, ups.
der denn aus? Ist ein bisschen Bud Spencer-Style, ne? Nur, dass das mit den Raketen, mit den Raketen von dem macht. Hier könnten wir runter. Ich schätze, es geht hier auch runter. Hier müssen wir irgendeinen. Hier gibt es einen blauen Totenkopf. Für blaue Türen. Hier brauche ich einen Yelben für. Ach, komme ich da jetzt nicht wieder hoch? Nein, das kann doch nicht sein. Oder geht's da wieder hoch? Wie eklig ist das denn? Aber ich glaube, das ist schon so ein Auge, oder? Oder ist das so ein Fetti gewesen? Ich weiß es nicht genau. So, jetzt können wir uns hier nochmal umschauen. Hier ist nochmal Plasma-Muni. Hier geht's nicht weiter. So einfach nur, damit wir das Geheimnis mal gefunden haben hier. Ich kann die Rüstung zwar nicht nehmen, aber c'est la vie. Es wird uns ja als Geheimnis angerechnet. So, habe ich da schon was unten gesehen gehabt? So ein Fetti? Jo, da ist wieder so ein Fetti. Und mal wieder. Das wollte ich mal ausprobieren. Ach, dafür brauche ich auch viel Treibstoff. Ja, ja gut, dafür ist der Treibstoff natürlich geil. Upsala. Warum die an ihren eigenen... Oh, upsala. Das tat mir jetzt leid. Das war jetzt nicht das, was ich tun wollte. Ich muss die doch noch... Eigentlich könnten wir die... Ob die Gauss und die Plasma auf derselben Muni basieren? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich glaube schon, ne? Ich hatte auch nur 60. Will aber trotzdem mit dem Plasmagewehr noch ein bisschen was umbringen. Weil wir das ja noch mastern müssen. Und dann würde ich gerne hier diese Beinfeger... So. Jetzt soll ich das rechte Bein angreifen? Wie? Okay, so. Zusammen irgendwo hinstellen. So, genau. Ja, erhitzt der Kern. Das funktioniert. Also es reichen zwei. Ich bin jetzt gerade blind. Wo ist denn hier hin? Da. Ja, hat noch gereicht.
So, ist jetzt Ruhe im Kasten. Anscheinend schon. So, hier können wir wieder ein Tor öffnen. Damit hätten wir schon mal den gelben Schädel. Das Problem ist, mir fehlt ja noch der blaue. Und die blaue Tür, muss ich mir merken, ist hier unten. Und zwar hier drüber. Da kann man nämlich auch noch lang. Nee, kann man nicht. Und hier hätten wir Argent Energie, die ich nicht nehmen kann. Wie scheiße ist das denn? Wie komme ich denn da hin? Da über... darüber? Ja, indem ich durch die blaue Tür komme. Wo könnte der versteckt sein? Ah, das ist natürlich doof, wenn wir den jetzt übersehen haben, ne? Ich glaube aber, dass das... Ich bezweifle, dass der hier irgendwo ist. Oh. Na gut, setzen wir den rein. Oh, eine Runenprüfung, glaube ich. Und einen Anzugboost. Eine Prätormarke von Vieren. So, und dann schauen wir mal, was wir hier für eine Prüfung haben. Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schatten lang wurden, stand einer aufrecht. Die Seele verbrannt von der Glut des Armageddon, den Feuern der Hölle und damit zu verdorben für einen Aufstieg. Und so wählte er die ewige Qual. Erfüllt von Hass fand er keinen Frieden. Und mit kochendem Blut durchschritt er die Schattenebenen, voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihm Unrecht getan hatten. Er trug die Krone der Nachtwächter, und jene, die den Biss seiner Klinge spürten, nannten ihn den Schicksalsschlechter. Das bin doch bestimmt ich, oder? Ich meine, hey, ich renne durch die Hölle und bringe alle um, weil ich so sauer bin, dass mir die Dämonen das angetan haben. Oder sehe ich das falsch? Na, vielleicht habe ich auch Spaß dran. Wer weiß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den Mars, die Oberfläche, sehr geil gemacht. Den Argent Tower jetzt, den fand ich nicht so toll, aber weil ich da die ganze Zeit abgekackt bin. Also runtergefallen bin. Nein, aber ich finde es sehr, sehr stylisch. Warte. Zack, Fuß gefegt. Ach Gottchen. Ach du Kacke. Nein, wieso? Wieso? Ich habe den anderen eigentlich gesägt. Naja, dich kriegt man wieder nicht. Ich brauche auch irgendwas anderes. Sowas zum Beispiel. Das ist viel effektiver. Nee, das war kein Fußfeger. Oh, oh. Shit. Da ist noch einer. Das kann doch nicht sein, Jungs.
Na gut, aber der belebt die, glaube ich, alle wieder, oder? Wo ist meine... Warte mal, wir machen das mal anders. Nein. Ja. Das hat die leider nicht gekillt. Das hat die beiden aber gekillt. Ja, der belebt die mal wieder, oder? Sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht so genau. So. Aua! Dachte, ich wäre fertig. Es wird so ruhig. Ist das nicht schön? Ja, gut, im Moment habe ich jetzt nicht so den Überblick. Darunter kann man auch. Gehen wir erstmal hier runter. Ja, ich hatte nur gehofft, dass ich hier in der Umgebung vielleicht den Knopf für den für die blaue Tür da zur Argent-Energie finde, aber dem scheint ja leider nicht so. Ach Mann, man hat ja eine Karte. Kacke, habe ich da unten viel übersehen? Was? Hier war ich überall schon und hab das alles übersehen? Das kann doch nicht sein, oder? Ich muss mir angewöhnen, auf diese dämliche Karte zu achten. Ich bin echt gut darin. Nein. Das zu übersehen. So, und zwar hier über uns müsste irgendwo was sein. Und zwar genau hier durch. Ist aber nichts. Ja, da wissen wir, dass die Argent-Energie da ist. Aber wie komme ich... da hoch? Hier rüber vielleicht? Okay. Ja, jetzt bin ich, habe ich was gefunden, aber ich komme hier nicht weiter, weil da auch noch eine Tür ist. Anscheinend die, wo ich auch noch irgendwas drücken muss. Aber ey, wo soll das denn sein? Nochmal drücken kann man den nicht, ne? Nee.
Ich bin echt überfragt. Wieso habe ich jetzt schon wieder 1000 Sachen übersehen und... Kann doch nicht sein. So, jetzt ist... Kann darüber. Ne, Quatsch, das ist das, glaube ich, von wo ich gekommen bin, oder? Zurück schaffe ich es nicht. Und das wäre auch schon da, wo was gewesen wäre. Na, vielleicht kommen wir über Secret zurück. Ich glaube es auch nicht. Weil der Sprung ist einfach zu weit und darüber ist auch zu weit. Nee, ich bin echt überfragt. Keinen Plan. Zwei Türen. Das müssten ja zwei Knöpfe sein, beziehungsweise einer, der zwei öffnet, aber... Keine Ahnung. Auch hier steht schon fest, das Level muss normal gespielt werden. Gut, ich... Schau mich nochmal hier ganz kurz um, aber wir haben hier alles abgegrast. So wie ich das sehe. Ach du Scheiße, ich komme da jetzt erst hin. Okay. Das jetzt so gewollt war. Ich muss dann da hoch, aber ich kann jetzt erstmal hier wieder zurück. So, und hier durch. Das heißt, muss man die dann wahrscheinlich auch erst später öffnen? Ne, man kommt da erst später dann rein. Verwirrend. Na gut. Aber der Levelaufbau ist auch echt extrem geil. So, wir haben hier einen Schädel. Jetzt ist die Frage... Na gut, wir haben das geöffnet, aber... Oh, ist das zu tief? Glücklicherweise nicht. Ich will einmal schauen, ob wir damit auch die anderen geöffnet haben. Das wäre ja schön. Die Tür auf jeden Fall nicht. Nee, Quatsch. Wo war das denn? Oh Gott. Was mache ich hier? Hm. Zu kurz. So, ja, schön. Damit haben wir hier nicht die Tür aufgekriegt.
die jetzt blöd? War das mit dem blauen Ding nicht auch hier? Die blaue Tür, ja, aber wo ist der blaue Schlüssel nochmal? Ja, der war hier. Ja, das Ding ist auch nicht auf. Sehr schön. Das hat mal gar nichts gebracht. Das gibt's nicht. Naja. Gehen wir mal dahin, wo er will, dass wir hingehen. Ich meine, hier kann ich die kaputt machen, kann ich auch nicht. Hat ja alles gar nichts. Die lagen schon lange hier. So, hier ist der Teleporter. Warte mal, hier war nämlich irgendwo eine kleine Puppe da. Na gut, die war relativ offensichtlich. Teleporter haben wir hier auch. Warte mal, was kann man hier? Kann man hier irgendwas sehen? Naja, es geht auf jeden Fall noch weiter. Gut, dann benutzen wir mal den Tele. Ah. Ahaha. Hallo. So, jetzt, damit hätten wir das aufgekriegt, den blauen, alles klar. So, und dann können wir nämlich hier unten jetzt... Wieso? Ach, vierfach Damage. Weil es hier wieder abgeht. Ah! Die. Wo man so wenig sieht. Da ist noch einer. Und noch so ein Vieh. Warte mal, hatte ich nicht... genau. Wuhu! Das brauchst du nicht mehr. Okay, Overkill. So einer wieder. Und so einer auch noch. Lecker. Ah, das ist so witzig. So, wir haben einen Speicherpunkt erreicht. Das ist doch sehr schön.
Was mich jetzt interessiert, das Ding ist immer noch nicht offen, oder? War das überhaupt hier? Ja. Doch, jetzt ist es offen. Interessant. Ja, das würde ich sagen, machen wir das nächste Mal. Ich mache hier eine kurze Pause, bin gleich wieder da. Adios.